machen, ein Stück davor gemessen. Die Damen sind unterwegs über 1500 Meter hier mit am Start von der LPG Mannheim, Saskia Bausch und Leonie Trometer. Vom LC Breisgau, Lea May. Von der LPG Mannheim, Margarita Zaza. Wie eben schon erwähnt, von der LG-Region Karlsruhe, Johanna Krischka. Vom LV Blitzhausen, Michaela Walker. Vom TV Konstanz, Laura Knör. Von der LG Welfen, Franziska Jähle. Von der LG-Region Karlsruhe, Ingrid Eckert und Antje Filler. Vom TSV Ottersdorf, Felicitas und Esther Miller. Vom LC Breisgau, Eva Bartmann. Vom TV Fliegen, Luke, Jan. Von der LG-Region Karlsruhe, Sibylle Hering. Von der TG Victoria Augsburg, Kerstin Hirscher. Und die Pacemakerin für diesen Lauf, Amelie Svensson aus Karlsruhe. Ihre Vorgabe hier für die 1000 Meter zwischen 3 Minuten und 3 Minuten 05, damit eine Zielzeit erreicht wird von 4 Minuten und 36. Hier gilt es natürlich auch, einige Normen noch zu knacken für die deutschen Meisterschaften der U18 und U20 und auch der U23 deutschen Meisterschaft. Und die Läufer kommen jetzt hier wieder auf die Zielgeraden. Das Stadion hier in Karlsruhe, im Karl-Kaufmann-Stadion, füllt sich auch langsam mehr und mehr. Wir kommen nämlich auch immer mehr zum Hauptprogramm. Der letzten Runde.
der Hochzeitsflitzer-Lauf steht jetzt hier neben mir Kerstin Hirscher von der TG Viktoria Augsburg. Herzlichen Glückwunsch zur neuen persönlichen Bestleistung und zur Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in Kassel. Herzlichen Glückwunsch! Da freuen Sie sich! Wie fühlst du dich nach dem Lauf? Wie war es denn mit dem Pacemaker? Lief alles rund für dich? Ja, super. Also mit dem Pacemaker, das ist so geil, weil die immer so ein geiles Tempo laufen ist. Und dann kannst du schön mitlaufen. Hammergeil. Habt ihr euch vorher abgesprochen, was ihr machen wollt, oder bist du einfach mal mitgelaufen? Nee, ich bin einfach mal mitgelaufen. Aber das ist richtig genial. Da hat sich auch die Herfahrt dazu hergelohnt. Aber ja, doch fast geschafft. Lauf schon. Aber war genial. Ja, Karlsruhe ist ein gutes Laster. Wir können noch gespannt sein, was uns hier noch erwartet. Also herzlichen Glückwunsch nochmal an Kerstin Hirscher und wir wünschen dir viel Erfolg. Für